Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bussimulator 18. Ja, wir haben noch einiges vor. Und zwar müssen wir heute, ich werde das schon mal hier anpinnen, einen Fahrer nutzen. Ich denke mal, dass wir da genau den von der letzten Strecke nehmen können. Einen Fahrer nutzen, um zum Hauptbahnhof Schobergrounds, Siegwalden und Oakville zu kommen. Dann werden wir mal eine neue Strecke machen. Also einmal den Hauptbahnhof, der war irgendwo, das war Steineck. Da ist er doch, da war er. Und dann zu Schobergrounds, das ist hier oben, da brauchen wir zwei Haltestellen. So, da ich jetzt hier leider nichts sehen kann, weil die das so blöd immer da drüber legen, mache ich jetzt mal die beiden Haltestellen. Ich hoffe, das ist richtig. Dann bei Siegwalden brauchen wir noch zwei. Siegwalden, das wäre dann hier oben. Da der jetzt hier so blöd fährt, werden wir wahrscheinlich dann hier die ganze Strecke und dann nach da fahren müssen, nehme ich mal an. Ich verstehe auch nicht, warum der nicht hier einfach links fahren kann. Ja, weil da will er jetzt nämlich wieder drehen. Das ist total blöd gemacht. Gut, geht nicht anders. Das System kriegt es nicht gebacken, einfach hier links abzubiegen. Siegwalden, zwei Haltestellen. Dann nehmen wir die beiden und dann noch Oakville. Zwei Haltestellen. Nehmen wir mal Zentrum und Oakstraße. So, das einmal abspeichern. Dann nehmen wir hier Nicole und den Bus raus und tun die auf die neue Strecke. Zack. So, ja gut, nutze Fahrer. Ach so, nee, mit maximal 10 Haltestellen. Ich wollte gerade schon sagen, okay. Hauptbahnhof. Ich schau mal gerade, weil der Siegwalden hier irgendwie gar nicht drin hat. Warum hat er jetzt auf der Strecke Siegwalden nicht angezeigt? Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall drin mit zweimal. Dann starten wir mal direkt. So. Sehr schön. Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Hallöchen, guten Morgen, alle einsteigen. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, gerne. Bitte übersehen Sie einfach, dass ich krank bin und gerade aktuell ein Bazillenmutterschiff bin. Danke. Eine freundliche Fahrt, wollte ich gerade sagen. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, machen wir doch gerne. Standard, zwei Stück. Und 60 sind zurück. Gerne, gerne. Was? Ach so, hier. Okay, alle sind bereit. Nächster Halt, Schienenlegerstraße. Nein, 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 brems, brems, brems. Die Ampel ist nämlich schon wieder rot. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Ja, das frage ich mich leider auch immer häufiger. Ich darf nicht zu schnell fahren, weil hier wieder so eine blöde Bodenwelle kommt. Da darf man, ich glaube, 19 oder 20. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo die Grenze ist, nur rüber. So, hier rechts ist alles gelb. Ich glaube, da haben wir sogar einen, wie heißen die Dinger nochmal? Ein Collectible oder wie die heißen, geholt. Auch Graffiti ist hier auch drauf, wie schön. Ich liebe ja solche Details immer wieder. So, Bushaltestelle, Bushaltestelle. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, das gehört nicht zur Bushaltestelle, wo die gerade geparkt standen. Das ist ein bisschen weiter weg. Ja, gerne. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Hallo. Hallöchen. Also Bär, Weiß, also alle kontrollieren mit anderen Worten, okay. Hab ich denn? Oh nein, ich hab. Wo hab ich denn? Ja, ja. Ah, hier, bitte. Er hat mich dann auch noch so frech angeguckt, als er reingekommen ist, ne? Da war mir schon klar, so der Typ hat nicht bezahlt.
Der hat sich keine Karte gekauft. Dem müssen wir direkt mal hinterher. So, dann müssen wir gleich da diese... Ey, hier muss ich raus. Oh, nee, hier musst du nicht raus. Hier ist keine Haltestelle, Junge. Gerade noch drumherum gekommen. So, ihr wolltet mich doch vorlassen. Ja, so geht das aber nicht hier. Du kannst mir hier nicht meine Haltestelle zuballern. Hallöchen. Steig schneller ein. Wir müssen ja auch noch jemanden holen. Ihr braucht gar nicht zu mir zu kommen. Ich werde vorschriftsmäßig nach vorne fahren. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Tschüss, Kollege. So, hast du jetzt in meinen Bus gekotzt oder was? Müssen wir gleich mal gucken hier. So, weiß, orange. Also alle. Kommt noch einer? Da hinten trottet noch so eine Oma daher. Nicht, dass es gleich wieder heißt, ich habe nicht alle Augen, mitgenommen. Augenblick da, hier. Na klar, hier, bitte. Vielen Dank. Man kann ja nicht vorsichtig genug sein, ne? Hallo, nimmst du das an? So, dann müssen wir hier links rum. Wenn er denn mal fährt. Der Bus ist jetzt auch nicht gerade der schnellste vor mir. Keine Fußgänger, gut. Da muss ich ja mal ein bisschen drauf achten, weil, sind wir mal ehrlich, ich bin wieder Truck gefahren. Und wenn ich dann wieder hier einsteige, ja, dann achte ich quasi gar nicht mehr auf die Fußgänger. Weil es gibt keine Fußgänger beim Truckfahren. Das ist das Gute. Aber wirklich das Gute. Also ich fände es echt mies, wenn da plötzlich welche eingeführt würden. Weil man da einfach gar nicht so richtig drauf achten kann. Und ich auch gar nicht möchte, ehrlich gesagt. Oh, nein, nein, nein. Oh. Anscheinend bin ich da nicht richtig durchgefahren. Sehr schön. Ach, verdammt! Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Ja, das geht gar nicht. Aber deswegen kann ich dich jetzt leider auch nirgendwo hinbringen. Du kannst gerne die nächste raus und dann kannst du zu Fuß wieder zurück. Oh, 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 oh. Oh, die haben wir umfahren. Jetzt müssen wir noch hier... Oh. Ja, kann ich auch nichts für. Viel schlimmer sind hier die Bodenwellen und die Schlaglöcher. Warum fährt der nicht, wenn da hinten alles frei ist? Weil eben war noch alles frei. So, ich bin Busfahrer. Ihr könnt mal eben hier auf mich warten. Oh, hier ist ein Blitzer, ein Blitzer. Ich denke mal, 50 dürfen wir hier fahren. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Es ist zwar immer die gleiche Strecke zugegebenermaßen, aber ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet. Oh, jetzt habe ich das Grün vom Fußgänger gesehen, wollte schon weiterfahren. Das wäre nicht so gut. Gut, Siegwalden kommt gleich. Wenn dann die Ampel nochmal grün wird, heißt das. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Ja, meinst du? Dann werde ich da mal hinfahren. Der will eh abbiegen. Das war jetzt total tolle Zusammenstellung. Dann werde ich da mal hinfahren, der will eh abbiegen. Hi, hi. Ich kann leider keine Lichtstufe geben, weil ich nicht mehr weiß, mit welcher Taste. Oder besser gesagt, ich wusste das schon die ganze Zeit nicht. Oh, Junge. Da hinten musst du hin, wenn du da reinfahren willst. Jetzt ehrlich. Fährst du jetzt geradeaus? Genau. Moment, Moment, Moment. Ich weiß gerade nicht mehr, wie wir... Nee, das ist Fernlicht. Egal. Wir hörten hier oh, so laut sorry, Musik. Ich Hallo? Mach's leiser. Ja, danke schön. So geht das nicht hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich Warnblinkanlage hier anmachen kann. Ich habe es vergessen.
Es ist nicht wie bei den anderen auf F. Oh ja, ich habe es zu spät gesehen. Ich habe es erst gesehen, als ich quasi schon drüber gefahren bin. Mann. Immer diese Schlaglöcher, die gehen mir echt auf den Senkel. Guten Tag. Schwört doch in der Hölle, wenn ihr mir nichts sagt. Ich brauche einige Fahrkarten. Ja, gerne. Tageskarte, aber du wirst nicht für deine Kundenabsenden bezahlen, nehme ich mal an. Bald Sonntag. Ja, das ist gut. Jetzt weiß ich nicht, wer von denen. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Klar. Ja, mach nichts. Wir nehmen einfach nochmal alle. Augenblick. Da. Ja, die sind hier so komisch reingekommen, so nach dem Motto. Tun wir mal so, als ob ich eine Fahrkarte habe, ne? Keiner hat bezahlt, außer der Letzte. Nachstraße. Ich würde sagen, aber so schnell sind wir hier noch nicht unterwegs. Hier müssen wir rechts rum. Läuft der jetzt hier über die Straße? Ich wusste es. Hier läuft natürlich auch wieder einer über die Straße. Tja, die können doch nicht einfach so hier über die Straße laufen, wenn ich in der Nähe bin. Das geht doch nicht. So, bitteschön. Keiner will raus hier, oder was? Sind hier noch irgendwelche Leute, die noch rein wollen? Sonst heißt es gleich wieder, dass ich die Leute nicht mitnehme. Brems, Junge, ich habe Vorfahrt. Falls ihr euch jetzt fragt, mit wem ich gerade gesprochen habe, ich habe mit meinem Seitenspiegel gesprochen, beziehungsweise mit dem Auto da drin. So, Oakville Zentrum, wir kommen. Ich hoffe, dass hier keiner... Na, ihr wisst schon, was sind... Ich wusste es, sobald ich beschleunige, kommt so ein dämliches Schlagloch. Ich hab's im Gefühl gehabt. Hallo, ich kann leider keine Lichtlupe geben, tut mir leid. Ich müsste mal hupen, wenn er mir entgegenkommt. Ich sage jetzt mal nicht auf Wiedersehen, weil es hat ja auch keiner mit mir gesprochen, als sie reingekommen sind. Ja, schön aufpassen, ne? Hier drin wird keine... Tschüss? Er hat Tschüss gesagt. Keine Musik gehört, wollte ich eigentlich gerade sagen. Die haben schon wieder alle nicht bezahlt. Na, da wollen wir nochmal Kontrolletti spielen, ja? Ach so. Hier ist... Oh nein. Aha. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon bezahlt. Aha. Na klar. Hier. Ich wusste, ich erwische heute noch einen. Ich wusste es. Komm, fahr, damit ich hier rein kann. Leute. Ich sehe zwar nichts, aber ich rufe schon mal vorsichtshalber. Bitte alle aussteigen. Komm, ich bin Bus. Also, ich bin nicht Bus, sondern... Ich fahre einen Bus. Lasst mich einfach vor. Wehe, du gehst jetzt hier über die Straße. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Obwohl, eigentlich haben wir noch ein bisschen Zeit. Die Runde ist gar nicht so lange heute geworden. So. Einmal Endstation, bitte. Nächster Halt. Augstraße. Endstation. Ja. Bitte alle aussteigen. Mich irritiert das ja immer noch, dass nicht bei jeder Haltestelle angezeigt wird, wo man hinfährt. Achso, oh, Entschuldigung, ist Endstation. Da machen wir natürlich beide Türen auf, weil wir nicht mehr kontrollieren müssen. So, gern geschehen, kein Thema. Ende war das, genau. So, perfekt. Ich meine, mir macht das ja nichts aus, wenn die zu laut Musik hören, aber ne, denen scheint das was auszumachen. Was für eine Kollision, bitte. Hallo? Ich bin 1A perfekt gefahren. Ich hatte keine Kollision. Okay, das Schlagloch, ja, das ist mir aufgefallen. Da, das stimmt. Aber eine Kollision hatte ich definitiv nicht. Das hätte mir ja anzeigen müssen. So, dann Streckenplan. Du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe nochmal mit Herrn Baumann gesprochen
Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. Ja, ich finde das super, dass die das jede Runde wiederholen. So, das nächste wäre dann Nutzfahrer beim Hauptbahnhof, Schoberground und Speichen des Business Parks. Da die Runde jetzt nicht ganz so lange geworden ist, würde ich sagen, machen wir das mal. Aber Nutzfahrer, das heißt, wir müssen dann schon wieder einen abkommandieren. Ja, da muss ich wahrscheinlich den letzten nehmen, oder? Was kostet der kleinste Bus? Ja. Bearbeiten. Werbung. Zack. Anwenden. Und einen Fahrer können wir noch einstellen. Dann brauchen wir zumindest keinen hier rauszuschmeißen. So, wir haben jetzt einen mit 700. Wir haben sogar einen Profi dabei, die Melanie Klaus. Hat mal als Pyrotechniker bei ziemlich großen Filmproduzenten mitgearbeitet. Diniert bevorzugt Französisch, berühmter Feinschmecker. Ja, solange sie jetzt nicht irgendwie Französisch versucht, im Bus zu essen oder sowas, oder halt die Pyrotechnik auszuprobieren, ist das alles super. Dann stellen wir die ein. Dann würde ich aber fast sagen, Moment, wir haben... Hier ist 14.000. Oh, da ist sogar 30.000. Ah, der ist ein Profi. Ja, okay. Hier ist auch nochmal 14.000. Der ist auch ein Profi? Moment, haben wir jetzt da den... Ach, der zeigt mir das Gleiche an. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? So, die ist nämlich ein Geselle, meine ich doch. Dann nehmen wir die Sandra mal da raus. Tun den Klaus mal da rein. So, vielleicht bringt der mehr. Ja, doch, klar. Der bringt jetzt 16 statt 14. Das ist doch schön. Und dann bauen wir schon mal eine neue Strecke. Nämlich die, die eigentlich hier dran kleben sollte. Hauptbahnhof einmal. Hauptbahnhof, Schobergrounds mal wieder. Zack. Und... Zack, und er fährt schon wieder so dämlich. Es ist zum Mäusemelken. Und zweimal Speichen des Business Parks. Speichen, Speichen. Wo waren denn die Speichen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist das nicht hier oben? Speichel habe ich gerade gelesen. Ja, gut. Okay, also zweimal Speichen. Astra Park ist ja der Disney Park, genau. Der Business Park. So. Okay, perfekt. Dann nehmen wir das als Strecke und dann stellen wir da unsere Gesellen ein mit dem kleinen Bus und fahren die Runde noch schnell. So, ich hoffe, dass wir das jetzt alles in einen machen können und ich da jetzt nichts irgendwie schneiden muss, dass wir das in zwei Teile machen. Hallöchen, guten Tag. Hallo, Herr Pumuckl. So ein schöner Tag. Das ist so ein schöner Tag. Eo, eo. Keiner will ja mit mir reden oder mal bezahlen. Also hier ist die Fahrkarte. Klar. Aha, da haben wir schon wieder den ersten. Ich hätte eine gekauft. Ja, ja, den zweiten. Eieiei, das wird ein toller Tag heute. Wir haben schon direkt zwei Schwarzfahrer bei der ersten Gelegenheit. Ist doch super. Nein, es war doch gerade noch grün. Sauerei. Naja, die Strecke kennen wir ja schon mal. Da müssen wir jetzt erstmal wieder warten. Hat der Kerl mich jetzt erschreckt? Ich kann doch nicht einfach an Fußgänger über die Straße gehen. Ehrlich. Aber der hat einen flotten Gang auf jeden Fall. Ne? Ich meine, der war schnell hier rüber. So. Komm, gib mir... Ist der gerade durch Rot gefahren? Ernsthaft jetzt? Hä? Ich war das so jetzt gerade? Ich war doch gar nicht in der Ampel. Holen wir uns was zu essen.
So, einmal drüber fahren. Und ich habe auch geblinkt, als ich rübergefahren bin. Und der Typ, der war noch weit weg von mir. Also der kann auch nicht so doof sein und plötzlich Vollgas gegeben haben. Hi! Ich wollte gerade irgendwie winken, ich weiß auch nicht, und wäre fast in den gegnerischen Bus genommen. In meinen eigenen Bus da reingefahren von einer anderen Strecke. So, hier haben wir noch eine Haltestelle. Ach, da. Ich wollte schon sagen, die ich nie sehe, weil da ein Bus steht. Hi! Ich hatte vergessen, wie scheiße da bremst. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, gerne, gerne. Ich hätte gerne ein paar Fahrt. Ja, endlich mal jemand, der bezahlen möchte. Das ist doch nett. Tag, Senior und 2 Tickets. Und hat alles passend. Sehr schön. Doppelte Lottchen in Blau, muss noch bezahlen. Und ansonsten scheint keiner mehr kommen zu wollen. Na klar, hier, bitte. Na klar. Also, was heißt, muss noch bezahlen? Muss ich noch nachgucken? Das wollte ich eigentlich sagen. Übrigens, mir fällt gerade ein, dass wir in der letzten Folge gar nicht mehr geguckt haben, ob der Bus dreckig war oder nicht. Aber anscheinend war er es nicht, weil ich glaube, sowas würden die schreiben. Wir haben gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich bin auch hundemüde. Ich bin aber in letzter Zeit eigentlich ständig hundemüde. Weil ich einfach viel zu viel aufnehme und viel zu viel andere Sachen noch machen muss. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Ich habe keinen Huhn gesehen, tut mir leid. Hallo, Nummer 14. Falls kein Auto vor dir ist, fahr. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben doch nur eine zweite Folge drangehangen. Boah, Alter. Die müssen aber dann auch immer eine Vollbremsung machen. Vor allen Dingen da, wo es dann keiner erwartet. Der lässt den vor. Schön, dann können die anderen die doch auch mal vorlassen hier. Hallo. Ja, fahr doch mal ein bisschen nach vorne, sonst lässt dich keiner vor. Boah, ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. So, ich dränge mich hier mal ein bisschen rein. Ich bin Busfahrer, ich darf das. So, dann hier rum. Also, ich dachte gerade, das wäre schon wieder so ein Schlagloch. Ich habe nichts verstanden. Irgendwas mit Wiederholung und Winter der Leidenschaft. Mehr habe ich nicht verstanden. Hi. Oma ist noch mit der Enkelin am Schreiben. Okay. Sie hat einen Fisch gefangen. Zwei Studenten. Katzen haben und Angst vor Wasser. Ich kann mir das nicht merken. Keine Ahnung. Moment. Oh nein. Aha, schon wieder einer. Dich hatte ich, glaube ich, schon. Sie haben meine Fahrkarte schon ja, ne? Aber ich ist mir jetzt auch egal. Ich meine jetzt hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Ja, tut mir leid, ich bin Hundetyp. Habe ich jetzt irgendwie Fernlicht an oder so? Ich glaube, ja, ne? Hier muss ich rum. Echt? Warum? Du kommst ja, weil wir hier so einbiegen müssen. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Bitte was? Ich wirke wie ein langweiliger NPC? Alter, was willst du von mir? Ich bin hier die Einzigartige, die einzig Wahre, ja? Ich bin ja kein NPC. Die Queen of Streets. Ah ne, das war King of Streets. King of Queens, das war jetzt nur... Egal. Okay, die nächste müssen wir wieder links rum. Jetzt haben wir erstmal eine Weile lang gar nichts mehr, weil wir hier so blöd drehen müssen. Ich verstehe es aber auch nicht, warum man das nicht einfach vernünftig machen kann. Du willst eh abbiegen, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt da keinen Fußgänger übersehen. So. Müssen wir gleich die nächste wieder rechts und wir haben wieder Schlaglöcher. Und eine Bodenwelle. Da freut man sich doch und direkt das nächste Schlagloch wollt ihr mich ja eigentlich veräppeln. Eieiei. Komm, fahrt, Leute. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog.
Nur um die Stille zu überbrücken. Entschuldigung. So macht man das nun mal bei Let's Plays. Da hat man auch schon mal bescheuerte Dialoge. Das war jetzt Trick 17. Ich bin jetzt als letztes gefahren und ganz langsam gefahren. Ich muss gleich wieder links abbiegen. Ja, es war, glaube ich, hier, wo ich 50 fahren konnte. Das war jetzt aber eng mit dem Bürgersteig, das gebe ich zu. Ich kann auch irgendwie besser Truck fahren, als mit dem Bus zu fahren. Ich weiß auch nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, die Steuerung ist auch wesentlich besser. Da kann man das also schon gerade in den Kurven wesentlich besser machen. Und da ich bisher noch keine Lösung gefunden habe, mein Lenkrad hier zu befestigen, richtig? Danke! Klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Was? Was hat Hans getan? Ist er fremdgegangen? Ich weiß nicht, hat er jemand umgebracht? Oh, das hat sie gemeint. Meint ihr jetzt mich? Manchmal ist es schon unheimlich. Man redet mit den Leuten und auf einmal reden die dann zurück. Also sprechen die denn, antworten die dann so. Und man weiß gar nicht, worum es geht. So, das ist ein Schlagloch. Hier können wir aber wieder rüber. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Na, ich weiß nicht. Das soll ja nicht so dolle sein. The Marvels hat ziemlich schlecht abgeschnitten bei den ganzen Kritikern. Kann man auch irgendwo verstehen. Eine komplette Unbekannte, in Anführungszeichen Superheldin. Eine, die ja, viele halt eben nicht kennen. Ich jetzt auch nur durch Zufall, muss ich sagen. Und dann eben noch eine, die nicht sehr beliebt war. Damals wie heute. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fastfood? Junkfood? Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Wie wär's mit Fingerfood? Gibt's auch noch. Ich weiß nicht, warum er hier steht, aber fahrt. Achso, da wollte er einbiegen. Okay. Du sollst doch so machen wie ich. Einfach ein bisschen vordrängeln, dann klappt das schon. Wenn sich so eine Hupe anhören würde, das wäre natürlich ganz cool. Leute, fahrt, ich muss hier weiter. Was stinkt denn hier so? Entschuldigung. Das ist irgendwie Trick 17, habe ich so das Gefühl. Wenn die wieder wie blöd stehen bleiben, dass man dann mal kurz hupt, weil meistens, nicht immer, aber meistens fahren die dann auch relativ zügig weiter. Als ob sie sich selbst dann erwischt fühlen und denken, huch, mein Gott, ich stehe ja immer noch hier. Und dann fahren sie einfach weiter. Oder die anderen sind so erschrocken, dass die plötzlich bremsen. Kann natürlich auch sein. Ah, ich dachte schon, die will jetzt hier links über die Straße. Oh, Leute, ich überhole euch gleich. Hier ist eine Vorfahrtstraße und ihr fahrt nicht. Hier muss ich raus. Das ist schön. Du hast aber nicht gedrückt. Aber ich halte hier sowieso. Von daher ist das nicht so schlimm. Nächster Halt, Westspeicher. Ich habe zumindest kein Tüt gehört. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu oft gehupt. Das kann auch sein. Hallo, irgendjemand wollte gerade noch hier raus? Ja. Oh, Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Dann habt ihr Pech gehabt. Nächster Halt, Ostspeicher, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, wir sind gleich bei der Endstation. Das ist auch gar nicht so weit entfernt, der gute Herr, der eigentlich hier schon bei dem anderen Haus wollte. Er ist heute nicht nach Arbeiten. Sagen, dann mach einfach blau, aber ich will jetzt hier kein schlechtes Vorbild sein. Obwohl, ich bin sowieso schon ein schlechtes Vorbild in Sachen Busfahren, also was soll's. So, Endstation, Leute. Alle aussteigen, bitte.
Ja, auch die Oma. Einmal aussteigen. Dankeschön. Bitte keinen Müll hinterlassen. Dankeschön. So, zur eigenen Sicherheit. Erstmal schließen und dann aussteigen. Schauen wir nochmal. Aber kam jetzt auch kein Hinweis. Jetzt gehe ich davon aus. Nee, sieht alles perfekt aus. Dann schließen wir einmal ab. Was für eine Kollision! Ich bin weder an der Ampel noch an ein Schild gekommen. Was soll der Quatsch? Nein! Jetzt haben die wegen der Kollision, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe, haben die mir jetzt das Level quasi abgezogen oder was? Ihr könnt mich doch mal kreuzweise, ganz ehrlich. Ach, so. Ja. Wir haben es eigentlich fertig. Hallo? Hervorragende Arbeit. Ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meierheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir ja etwas Hafenverwaltung freischalten. Das dürfte dann, genau, hier Port Anbar sein. Cool. Und die nächsten, was hatte sie jetzt nochmal gesagt? Westfield hat sie gesagt und noch irgendwas. War das Sonnenstein? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber klasse. Dann haben wir auf jeden Fall bald alle Gebiete frei. Wir müssen uns jetzt erst noch um den Hafen kümmern in der nächsten Zeit. Das gilt übrigens auch noch zum Hafen, sehe ich gerade. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann kriegen wir hier unten die auch noch frei. Also ich denke mal, so zwei Runden von diesen Zielen hier müssen wir dann noch komplett machen. Ja, wunderbar. Haben wir auf jeden Fall noch genügend Aufgaben. Und ich denke aber, dass das Ende dennoch absehbar ist. Mal schauen. Also ich muss jetzt zugeben, ich freue mich auch schon wahnsinnig auf den Bussimulator 21, weil es da jetzt so viele neue Sachen drin gibt, die es jetzt hier überhaupt nicht gibt. Und entsprechend, ja, möchte ich dann halt da auch schnell weiterkommen, dass wir dann da auch mit der Zeit mal wechseln können. Aber ich möchte das natürlich erstmal komplett zu Ende spielen, hier durchspielen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.